So, jetzt nimmt's auf. Hallo zusammen, ich begrüße euch am Sonntagnachmittag bei mir aus den Philippinen. Ich mache heute mal ein mutiges Experiment. Ich glaube, ihr seht jetzt meinen Bildschirm, hoffe ich zumindest. Und ihr seht, ich mache einen Videoschnitt. Ich habe heute Vormittag waren wir wandern mit unserem Hiking-Leader Thorsten und sind also von seinem Pyramid House, das zeige ich gleich, gestartet und ich möchte euch zeigen, dass ich hier eben einen Videoeditor benutze und ich habe absolut keine Ahnung von Videoschnitt. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin unter Linux und versuche jetzt mal mit OpenShot, heißt der Videoeditor, und einem Mikrofon reinzusprechen und einfach mal was aufzunehmen. Also viel Spaß mit meinem Produkt. Erstes Video, keine Schulung gehabt. Keine Dokumentation gelesen, einfach mal probiert. Ich lade es hoch, ich bringe es fertig. Also, bis gleich. Stopp. So, hier sind wir beim Pyramid House. Es geht sehr schnell. Also hier war der Treffpunkt. Das ist das Pyramid House von hinten. Das ist Thorsten mit dem Hund. Und er hat ein kleines Fitnessstudio. Nochmal der Hund. Ich bin Profi im Videoschnitt. Man sieht es gleich. Und dann sind wir hinten runter den Berg und da ist hinter Thorstens Haus ist also dieser Abhang und da steht man mitten im Fluss dann gleich. Da haben wir uns getroffen, gesammelt. Da warten wir noch, bis die anderen vorbeikommen. Wir waren heute eine richtig große Truppe, 20 Leute und ich glaube 4 Hunde oder waren es 3. Und es sind immer oder oft die gleichen Leute, die da mitgehen zum Wandern. Thorsten ist immer der ja, Anführer, der kennt die Gegend gut und kennt viele Plätze, wo man wandern kann und denkt sich immer wieder neue Sachen aus. Hier frage ich, wie viel wir sind. Der im orangenen T-Shirt ist Jason, ein Kanadier, auch ein ganz netter Kerl und er schätzt 18 oder sowas, 20. Ja, große Gruppe zu heute. Bob ist mit seinem Sohn unterwegs. Das ist der Sohn, Josef. Den habe ich gefragt, wie sie 20, sagt er. Also 20 Leute und 3 oder 4 Hunde. Und es war sehr entspannt, wie man sieht. Ab und zu warten wir dann auf die Nachzügler. Wir haben auch ein paar Ältere dabei, brauchen ein bisschen länger. Und die Gegend dort ist sehr einsam oder sehr unberührt. Da wohnen ganz wenige Leute nur am Fluss, direkt am Fluss. Ein paar philippinische Hütten, Filipinos sind da, aber es ist sehr überschaulich. Ja, Josef geht also mit. Manchmal lässt ihn der Vater aus der Schule draußen und nimmt ihn mit zum Wandern, weil es viel bessere Schule ist, finde ich ganz nett. Ja, und also wie gesagt, absolut nicht gefährlich oder ja, anstrengend, sondern eine gemütliche Wanderung. Ja, wir starten morgens um 8. Oh, ein Übergang. Wir starten morgens immer um 8, mittwochs und samstags zur Wanderung. Es geht immer los von Plaza in Valencia. Naja, ich habe halt meistens Video aufgenommen, wenn wir auf die anderen gewartet haben. Und dann auch manchmal hochkant und manchmal vertikal und deshalb ist das Video jetzt gerade schmal. Also ich teste halt, wie es ausschaut. Ich habe das wirklich noch nie gemacht mit Videoschnitt. Aber das erste Mal ist immer das schwierigste Mal. Und wir laufen runter, wer sich auskennt hier vom Thorstens Haus, runter zum Forest Camp. Ja, Jason erzählt ein paar Geschichten, fantasiert. Als erzählt, dass das unser Future Home ist hier am River. Und ich wollte halt auch mal kurz auf dem Bild, im Bild sein, wenn ich schon
hier aufnehmen. So. A crowd is coming. Das ist Thorsten, der sich immer die Wege ausdenkt oder Ideen hat und anführt. Und sein Hund, der ist erst 8 Monate alt, der Hund, aber ein kräftiges Tier. Ich wollte schon Viech sagen, ein kräftiges Viech, ja. Der ist noch also völlig unerzogen, der tollt herum, der ist irgendwie ist der total grobmotorisch, dieser Hund. Aber der kriegt Erziehung demnächst und ist also immer Feuer und Flamme, auch wenn es rausgeht. Ja, und Josef hier hinterm Anführer hinterher. Immer gleich der Erste. Der Josef ist sehr fit, sehr gut. Ja, einfach, für ihn ist es immer einfach zu wandern. Yes. It's an easy hike, hat er gesagt. Und heute, wie gesagt, große Gruppe, 20 Leute. Manchmal sind wir auch nur 5 bis 10. Heute waren es 20. Und gewöhnlich weiß man nicht, wo es hingeht. Also für nächsten Mittwoch weiß ich es zufälligerweise. Wilde Kameraführung. Also ich glaube, Thorsten erzählt da von dem kommenden Hike am kommenden Mittwoch, wo es nach Zambo, ich weiß gar nicht, wie die Stadt ausgesprochen wird, Zambogita geht, und da will er uns was zeigen, wo man irgendwie mit Seilen herumpendelt, was weiß ich, was er da vorhat. Wir werden sehen. Ich werde wahrscheinlich das Handy wieder zücken und eine Dokumentation machen. Das ist Olaf. Und weiter geht's. Also ich mag die River Hikes am liebsten. Man, ja, steile Böschungen gibt es da. Ich schätze mal, dass der Fluss sich da. Oh, ein falscher Übergang. Okay. Dass der Fluss sich da eingegraben hat. Hier ein Schmetterling. Haut gar nicht ab. Ich komme, obwohl ich so nah hingehe mit der Kamera. Wie gesagt, eine gemischte Truppe. Das ist jetzt der Nachzügler. Der war am langsamsten heute, aber der geht halt auch vorsichtig, was richtig ist. Besser wie den Fuß verknackst. Und wie gesagt, überall gibt es so ganz scharfe Kanten, ganz scharfe Abhänge. Und ich nehme an, dass der Fluss sich da so in Jahrzehnten und Jahrhunderten eingegraben hat. Das sind meine Füße. Und heute war wirklich ein kleiner, kurzer Hike nur. Wir waren schon um 12 Uhr mittags, also wie gesagt um 8 gestartet, und um 12 Uhr mittags waren wir schon fast wieder auf der Straße oben. Also heute war es ein kleiner Spaziergang. Manchmal gehen wir aber auch querfeldein, und dann ist es manchmal ein bisschen anstrengend oder anstrengender. Was wir jetzt gelernt haben heute ist, die Gruppe ist zusammengeblieben. Wir haben uns nämlich auch schon verloren, wenn Nachzügler sich dann plötzlich abtrennen oder einen anderen Weg aus Versehen gehen oder willentlich, und plötzlich haben wir dann zwei oder drei Grüppchen, treffen uns dann wieder später oder auch nicht. Alles schon passiert. Ja, Gator, der Hund, sehr aktiv. Und hier sind wir schon wieder
auf dem Rückweg vom River Richtung Straße. Schwarz. War fertig. Also stopp. Das war mein Kurzdoku vom Sonntag. Danke fürs Zusehen. Ciao.